Herzlich willkommen bei uns im Senckenberg Museum in Frankfurt, heute aus dem Säugetiersaal. Ich möchte Ihnen heute eine ausgestorbene Tierart vorstellen, besser gesagt noch eine ausgerottete. Das heißt, wir Menschen hatten unsere Finger dabei wieder mal im Spiel. Das ist leider was, was wir sehr gut können, Tierarten ausrotten. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum hier viel geforscht wird. Denn um Tiere, Pflanzen, Ökosysteme zu erhalten, muss man sie erstmal verstehen. Heute geht es um unser Quagga. Das war mal ein Hengst im Fellwechsel, als er damals extra noch für das Museum erlegt worden ist. Um 1830 war das rum. Es hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Daher ist es vielleicht qualitativ nicht mehr das schönste Exemplar, was wir hier in der Säugetierausstellung haben. Es ist aber eine absolute Besonderheit. Es gibt nämlich weltweit gerade mal noch 23 Exemplare wie dieses hier präpariert im Museum. Wie unschwer zu erkennen ist, handelt es sich hierbei um eine Zebraart. Wie man heute annimmt, eine Unterart des Steppenzebras. Bei uns ist er etwas untypisch gefärbt für einen Quagga. Ja? Denn, wie man vielleicht erkennen kann, die Streifen sind nicht ganz bis hinten durchlaufend. Die enden so kurz vor dem Hinterteil. Bei manchen Quaggas endet das schon kurz nach den Vorderfüßen. Das ist also ein besonderes Merkmal dieser Quaggas. 1883 ist das letzte in Amsterdam im Zoo gestorben. Und das ist leider eine der vielen traurigen Geschichten, die man auch hier bei uns erzählen kann von ausgerotteten Tieren. In diesem Fall hat man diese Tiere in Afrika sehr stark bejagt, weil man günstig aus dem Fell Getreidesäcke hergestellt hat. Früher hat man diese Tiere wirklich ausgestopft, mehr oder weniger. Das heißt, man hat Strohbündel genommen, Wolle oder Holzwolle und hat die in die Felle, in die präparierten, in die haltbar gemachten Felle hineingestopft. Da sahen die Tiere manchmal nicht mehr unbedingt so aus, wie man sich das in der Natur so vorstellt. Heute versucht man denen möglichst natürlich einen Charakter zu geben und es wird ein künstlicher Körper geschaffen, über den dann dieses Fell gezogen wird. Wir sprechen von Dermoplastiken. Und da muss sehr genau gearbeitet werden. Die Präparatoren müssen da sehr hohe anatomische Kenntnisse besitzen, um diese Tiere möglichst genau hinzubekommen. Unser Quagga hier ist um 1911 zu einer Dermoplastik geworden und ist dann noch zweimal general überholt worden. Trotzdem macht das Tageslicht natürlich hier etwas die Färbung kaputt. Wenn man sich alte Schwarz-Weiß-Fotos anschaut, dann sieht man, das Fell war sehr, sehr viel stärker und dunkler gefärbt, als es das heute noch ist. Wie man hier auf diesen Bildern erkennen kann, sieht man oben das Quagga, wie es ursprünglich präpariert worden ist, also ausgestopft mehr oder weniger, und unten die neu überholte Version, so wie es heute bei uns im Museum steht.